B1.0. Die Parabel p verläuft durch die Punkte p minus 3,0 und q 5,0. Sie hat die Gleichung der Form y ist gleich ax² plus 0,5x plus c mit Grundmenge gleich r kreuz r und a Element r ohne die 0 und c Element r. Die Gerade g hat die Gleichung y gleich minus 0,1x minus 2 mit g gleich r kreuz r. B1.1 zeigen Sie durch Berechnung der Werte für a und c, dass die Parabel p die Gleichung y ist gleich minus 0,25x² plus 0,5x plus 3,75 hat. Zeichnen Sie sodann die Gerade g sowie die Parabel p für x im Intervall von minus 4 bis 7 in ein Koordinatensystem ein. Für die Zeichnung gilt Längeneinheit 1 cm, minus 5 bis 8 für x und minus 5 bis 5 für y. So, schauen wir uns erst die Angaben durch und was muss man machen? Zeigen Sie die Berechnung für a und c, dass die Parabel die folgende Gleichung hat. So, was wissen wir bisher? Die Parabel p verläuft durch die Punkte p und q und hat durch die Gleichung y ist gleich ax² plus 0,5x plus c. Alles, was man hier wissen muss, ist, ein Punkt hat immer ein x- und eine y-Koordinate. Wenn man es hier anschaut, die Gleichung hat hier ein y und ein x drin. Also gehen wir einfach her und setzen einmal den Punkt p in die Gleichung ein und dann machen wir nochmal eine Gleichung mit dem Punkt q. Wir kriegen also zwei Gleichungen. Erst mit Punkt p heißt die Gleichung 0 ist gleich a mal und jetzt für x die minus 3 einsetzen, also minus 3 Quadrat plus 0,5x, für das x wieder minus 3 eingesetzt, plus c. Wir halten eine zweite Gleichung mit dem Punkt q, nämlich 0 ist gleich a mal und jetzt unser x ist diesmal 5, also 5 Quadrat plus 0,5 mal 5 plus c. Wichtig ist noch, wenn wir negative Zahlen haben, unbedingt die Klammer drumherum machen, ansonsten wird nicht nur die 3 quadriert, aber das Minus nicht. So, jetzt haben wir ein lineares Gleichungssystem, das müssen wir nach irgendeiner Form auflösen. Es bietet hier eigentlich sich am schnellsten die Subtraktionsmethode an, weil wir hier nur hinten den Summanden c stehen haben. Mir gefällt allerdings immer das Gleichsetzungsverfahren am besten. Deswegen löse ich das Ding jetzt nach dem Gleichsetzungsverfahren. Das heißt, ich löse beide Gleichungen nach c auf. Alles andere kommt auf die andere Seite rüber. Also, erster Schritt vereinfachen, soweit wie möglich. Minus 3 Quadrat sind 9. Also bleibt hier stehen 9 mal a plus und 0,5 mal minus 3, da kann ich eigentlich schon so verändern, sind minus 1,5 plus c. Die zweite Gleichung noch vereinfacht. 0 ist gleich, 5 Quadrat sind 25, also 25a. 0,5 mal 5 sind 2,5 plus c. So, jetzt noch die anderen Sachen nach links rüberbringen mit minus 9a und plus 1,5. Und in der zweiten Gleichung ähnlich, minus 25a und minus 2,5. Dann heißen die beiden Gleichungen minus 9a plus 1,5 ist gleich c und die zweite Gleichung dementsprechend minus 25a minus 2,5 ist gleich c. So, jetzt sehen wir, c ist einerseits das, c ist andererseits, also minus 9a plus 1,5, c ist andererseits minus 25a minus 2,5, setzen wir gleich, also 1 gleich 2. Dann folgt daraus, minus 9a plus 1,5 ist gleich minus 25a minus 2,5. So, jetzt habe ich nur noch die Variable a drin, nach der muss ich jetzt auflösen. Ich sammle wieder alle a's auf einer Seite, alle Zahlen ohne a auf der anderen Seite. Also plus 25a und minus 1,5. Minus 9a plus 25a sind 16a. Und minus 2,5 minus 1,5 sind minus 4. So, jetzt muss ich noch durch den Zahlfaktor vor a teilen, also geteilt durch 16. Und dann kommt raus, a ist gleich minus 0,25. Damit weiß ich, was a ist. Das setze ich jetzt noch in die Gleichung 1 hier oder in Gleichung 2 hier ein. Ich nehme jetzt die Gleichung 1, also in 1.
Und vertausche die linke mit der rechten Seite. Also ich fange mit C an, ist gleich minus 9 mal. Jetzt habe ich hier oben in minus 9 A stehen. A ist aber minus 0,25. Also setzen wir es gleich ein. 9 mal minus 0,25 und plus 1,5. Das noch einmal in den Taschenrechner eingegeben. Folgt daraus, dass C gleich 3,75 sind. Dann schreibe ich die Gleichung nochmal auf. Also y ist gleich minus 0,25x² plus 0,5x plus 3,75. Und das ist genau die gesuchte Gleichung aus der Aufgabe. Schauen wir oben nochmal nach. Das ist genau das, was hier steht. So, zweiter Teil. Zeichnen Sie die Gerade g sowie die Parabel p in ein Koordinatensystem ein. Hier schummel ich jetzt ein bisschen. Das Koordinatensystem habe ich schon mal vorbereitet und füge es jetzt noch schnell ein. Aber das Zeichnen sollte jetzt nicht weiter kompliziert sein. So. Also, nochmal zur Info, wie groß das Koordinatensystem sein sollte, steht hier auch in der Aufgabe drin, halt hier unten, von minus 5 bis 8 auf der x-Achse und von minus 5 bis 5 auf der y-Achse, Längeneinheit 1 cm. So, und wie zeichne ich jetzt die entsprechende Parabel ein? Da nimmt man sich am besten den Taschenrechner zur Hilfe. Tipp bei y ist gleich die Parabelgleichung ein, also 0,25x². Plus 0,5x plus 3,75 geht dann auf Table und ja, je nachdem wie die Table eingestellt ist, hier kann man tatsächlich auf Auto lassen, dann einfach die entsprechenden Werte ablesen. Ja, wir brauchen im Intervall von minus 4 bis, was war es, glaube plus 6 oder plus 7, schaue ich schnell nochmal nach. Wo haben wir stehen? Da. X muss zwischen minus 4 und plus 7 liegen, also einfach im Taschenrechner nachschauen und entsprechend die Werte von minus 4 bis plus 7 abtragen. Also, legen wir los. Die erste Koordinate ist demnach minus 4 und minus 2,25. Dann zweite Koordinate, minus 3, 0, die kennen wir schon, das ist Punkt P war das, glaube ich, minus 2 und 1,75, dann minus 1 und 3, dann haben wir 0 und 3,75, dann 1, 4, als nächstes 2 und 3,75, vermerkt also, da haben wir irgendwo einen Höhepunkt drin und jetzt geht es wieder nach Hochpunkt drin, da geht es jetzt hier nach unten. Dann haben wir 3 und 3. Halt hier. Im Prinzip kann man jetzt so symmetrisch weitergehen, braucht es gar nicht mehr aus dem Taschenrechner ablesen. Nur der Punkt 7 minus 5 muss noch eingetragen werden. Also liegt hier. So, jetzt heißt es, es so sauber wie möglich verbinden. Ja, überall so kurvenmäßig einzeichnen. Bitte keine Geraden einzeichnen oder mit einem Lineal, höchstens mal eine Parabelschablone, dass es hier so ordentlich aussieht. So, das ist die Parabel P. Wir sind aber noch nicht fertig. Es fehlt noch die Gerade G. Die hat die Gleichung minus 0,1x minus 2. Kann man jetzt entweder auch nochmal einen Taschenrechner eingeben, hier bei y ist gleich, tippen einfach bei y 2 entsprechend die Geradengleichung ein, minus 0,1x plus minus 2 war es, geht nochmal auf Table und dann muss man halt entsprechend den zweiten Wert nehmen, sich zwei schöne raussuchen, zum Beispiel 0 und minus 2, hier wäre der, und dann sucht man sich noch einen schönen zweiten Punkt raus. Zum Beispiel hier 5 und minus 2,5, der wäre auch noch schön. Und tragt die beiden Werte ein. Also 0 minus 2 war der erste. Und was haben wir noch gehabt? Schauen wir nochmal nach. 5 und minus 2,5.
Der liegt dann hier. Jawohl. Und jetzt einfach ein Lineal nehmen und möglichst sauber verbinden. So. Und dann ist das die Gerade G. Und damit wäre die erste Aufgabe gelöst.